RE18 Cottbus Dresden Hauptbahnhof. Es ist 8:27 Uhr am 12.11.2022. Wir fahren heute den Steuerwagen 766.2 von der Deutschen Bahn. 193,6 Tonnen schwer, 3 Wagen und 68,6 Meter lang. Auf der Strecke Großenhain Dresden Hauptbahnhof. Das ist heute unser Abschnitt. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Als allererstes müssen wir mal die Türen entriegeln, aber das geht natürlich nur, wenn wir den Fahrtrichtungswender eingesteckt haben und nach vorne verlegt haben. Dann, ach, das war die falsche Seite, genau. So machen wir es. So, dann stehen wir mal eben auf, denn wir müssen ja natürlich noch die Zugsicherungssysteme einschalten. Ist ja ganz wichtig. Das ist soweit richtig. Die Versicherung ein. Genau. PZB ein. LZB hat dieser Zug nicht. So, dann wären wir eigentlich wieder soweit bereit, dass wir uns hinsetzen können. Haben wir noch ein paar Dinge aufzurüsten. Und zwar den wieder nach vorne. Wir müssen die Zuglichter einschalten. Das brauchen wir nicht. Das müssen wir einschalten. Das ist ein. Wir müssen noch die Pultleuchten einschalten. Das machen wir so. Die Bremse müssen wir noch. Genau, das müssen wir noch so weit machen. Dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Und ich habe es heute mal ein wenig bunt gemacht, wie ihr seht. Ich finde das mal ganz treffend und mal ganz süß. Ist auch mal was anderes. Wir verriegeln die Türen. Und ich würde sagen, auf geht's! Und ein kleines Foto. So. Wir lösen die Bremsen. Und auf geht's. Nächste Station, Priestewitz. So, wollen hier nicht zu schnell werden. Sie fahren natürlich. Und ihr seht, die Sonne geht langsam auf. Es ist 8:29 Uhr. Am 12.11. diesen Jahres. So, genau der Tag, an dem ich das Video auch gemacht habe. Ich finde es immer schön, dass man aktuell bleibt. Und wenn man diese Möglichkeit hat, das aktuelle Datum einzustellen, dann finde ich, sollte man das auch machen. Jedenfalls meine Meinung. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie und wann er das Szenario spielt, an welchem Datum, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Ich bin immer derjenige, der da gerne aktuell bleibt. Aber wie gesagt, das ist nur mein Tick, wenn man es als Tick benennen darf. Es ist ein sehr schöner Herbstmorgen, wie ihr seht. Ich habe dynamisches Wetter eingestellt, also es könnte hier und da vielleicht noch ein Tropfen runterkommen auf dem Weg jetzt, aber das weiß man natürlich nie, das weiß man ja auch in der Realität nie, auch wenn die Vorhersagen noch so genau zu sein scheinen oder genau zu sein scheinen mögen. So wirklich sicher ist man da ja nie bei Wettervorhersagen. Von daher verlasse ich mich da nicht allzu sehr drauf, sondern ich bin da immer so ein bisschen vorbereitet. Meine, wenn man in so einer Jahreszeit ist, wo es durchaus mal hier und da einen Regenschauer geben kann, bin ich immer geneigt dazu, mir das entsprechende da mitzunehmen. Das ist, sprich eine Jacke oder ein Schirm oder. Jetzt müssen wir quittieren. Jetzt müssen wir auch unter 85 kommen. Das heißt, wir werden hier mal schleunigst bremsen. So.
Und wie gesagt, ich bin dann immer derjenige, der da so ein bisschen drauf guckt, dass er das entsprechende dann bei sich hat, damit ich nicht später überrascht werde. Und dann sprichwörtlich im Regen stehe. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie irgendwo hinfährt und man ist dann klatschnass. Das empfinde ich mal als sehr unangenehm. So, da fährt unser kleiner Zug mit zwei Dossus. Wunderschön. Hinein in den Sonnenaufgang. Das Ganze ist ein Fahrplanmodus. Oder Fahrplanszenario nennt man das, glaube ich. So, und da sind wir auch schon an unserem ersten Halt. Wunderschön. So, da steht noch ein Güterzug, der auf Weiterfahrt wartet. So, Ankunft. Türen öffnen. Da wären wir in Priestewitz. Wunderbar. Ich finde sowas mal richtig schön. Ein IC-Steuerwagen, das ist doch einfach mal was Schönes, oder? Es ist mal was ganz was anderes als immer die einheitsroten Dossus. VVO. Ihr Partner im VVO. DB. Wunderbar. S-Bahn Dresden. Und vorne dran unsere 143, so, sollen bis 8:34 Uhr warten, das tun wir natürlich. Ne, 112 ist es, Entschuldigung. Entschuldigung. So, da oben stehen wir. Weinböhler Hauptbahnhof Coswig. So, wir schließen die Türen derweil, lösen die Bremsen. Und dann würde ich sagen, schauen wir zu, wie unsere 112 unseren, ja, doch sehr Schlangenzug schiebt. Wunderbar, wunderschön. Ihr seht's. Los geht's. So. Nächste Station Weinböhler. Zu schnell werden. Das hat die PZB überhaupt nicht gerne. SIFA, um Gottes Willen. So, dann dürfen wir auch gleich auf 120 beschleunigen. Aber allerdings vorher noch einen Gleiswechsel zu vollziehen. Und zwar hier, sonst fahren wir nämlich in den Prellblock. Genau. So, auf geht's. Können wir hier mal ordentlich aufschalten. Um 8:42 Uhr soll man nämlich schon an der nächsten Station sein. Und ich wollte das schon ganz gerne pünktlich haben. Geht es natürlich ein bisschen bergab, das heißt, wir müssen wieder etwas dagegen bremsen. Und wenn ich, wer weiß, wie über die Stränge schlagen hier, mit der Geschwindigkeit. Es geht nämlich ruckzuck, wenn es bergab geht, dann, wenn man da zu schnell oder zu viel Leistung aufschaltet, dann ist man ruckzuck da 10, 20, 30 km über die Geschwindigkeitsbeschränkung und das gibt dann auf Dauer ganz böses Gemecker mit dem Fahrdienstleiter und mit der PZB, das will man nicht. So, nebenbei erhöht sich da mein Dosto-Level auf Level 3, auch ganz süß. Kann man, glaube ich, auch nicht genug von haben.
Wozu das eigentlich gut ist, ist mir noch nicht ganz klar, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wenn man die Level hochklettert mit den verschiedenen Fahrzeugen und ob das dann irgendwelche Auswirkungen hat. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Mir ist es noch nicht ganz klar, aber ich nehme es gerne mit, natürlich. Warum nicht? Da fährt er, unser Mini-Zug. Das ist übrigens ein RE, ne? Nur mal so nochmal zur Erinnerung. Das ist der RE18 mit zwei Dostos. Sage ich jetzt mal nichts zu. Es ist so, es ist ein ganz normales Fahrplan-Szenario. Auf der Strecke. Dresden. Und wir da allerdings nur mit zwei Dostos fahren, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich nur so vorgesehen. Ob es das in der Realität gibt, diese Zugleistung, schreibt es gerne in die Kommentare für die Leute, die sich da auskennen und vielleicht eventuell hier in der Gegend wohnen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es die Zugleistung so, wie sie jetzt hier stattfindet, ob es sie wirklich gibt. Mit 112 hinten dran und zwei Dostos, wobei der eine sogar ein Steuerwagen ist, also rein theoretisch. Ist ja nur ein Dosto und ein Steuerwagen, wobei man den Steuerwagen auch als Dosto bezeichnen kann. Aber ja, also wie gesagt, schreibt es gerne. Entschuldigung, es war gerade ein bisschen aufgestoßen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da Ahnung von habt, wenn ihr da euch das, wenn ihr mir das erklären könnt, ob das wirklich so ist. Ich weiß es nicht. So, die Sonne versteckt sich noch so ein bisschen hinter den Bäumen. Aber ich denke, das wird sich auch bald geben. Die wird jetzt natürlich immer höher steigen. An diesem frühen Sonntagmorgen. Ne, Samstag, Entschuldigung. Samstag. Wir sind noch bei Samstag. Nicht das Wochenende kleiner machen, als es ist. An dem frühen Samstagmorgen. So ist es, genau. 12.11.2022. Wahnsinn, oder? Es ist ja auch schon bald wieder vorbei. Also, was ein Jahr mit Krieg und Corona und Inflation und hat man nicht gesehen, wie es gerade nicht einfach für uns. Können wir hoffen, dass sich das alles irgendwie wieder hinbiegt. Zumindest mit dem Krieg und mit den Preisen hier, weil das ist schon ziemlich krass, was da gerade abgeht. Tja, können nur hoffen, dass sich das alles wieder einigermaßen gerade biegt, weil es ist schon für uns alle nicht einfach, glaube ich. Es wird alles teurer, nur die Gehälter steigen nicht. Merke ich selber und ja, da kommt uns eine Hamsterbacke entgegen. Die SIFA will gedrückt werden und mit Sicherheit wird es auch an den Fahrpreisen für die Fahrkarten, für die Tickets mit Sicherheit Aufschläge geben, weil auch die Energie teurer geworden ist und ja, dann das Bordbistro wird mit Sicherheit die Preise anheben, weil das mit Sicherheit auch alles teurer geworden ist. Die müssen ja auch ihren Einkauf irgendwie kalkulieren und also wie gesagt, da wird sich mit Sicherheit noch auf die Ticketpreise niederschlagen und trotzdem finde ich Bahnfahren immer noch als die ja, beste Alternative, die es zum Auto gibt. Hamsterbackentag heute. Weil einfach umweltschonender oder am umweltschonendsten, sag ich mal so. Das Flugzeug, klar, bläst natürlich am meisten CO2 in die Luft, besonders die Kurzstrecken. So, jetzt haben wir gleich rot. Wir müssen hier mal langsam auf die Bremse hauen. Sonst gibt es gleich ein böses, böses, böses Überwachen. Und nach dem Flugzeug kommt dann natürlich das Auto. Und der Zug ist da am
umweltfreundlichsten und ich finde da keine andere Alternative, als mit dem Zug zu fahren. Ist meine Meinung jedenfalls. Bisschen aufschalten hier, sonst kommt man nicht an. So. So, Befreiung nicht möglich, aber das ist jetzt im Moment auch nicht ganz so wichtig. Wunderschön, oder? Wunderschön. Also ihr seht es hier nochmal, ne? Es ist der RE18 Dresden Hauptbahnhof. Zwei Dostos. Steuerwagen und Reisewagen, sag ich jetzt mal. Und vorne hinten dran die 112. Also deshalb sagt mir, ob das wirklich so in real ist. Währenddessen hier ganz schön Auflauf ist. Meine Güte. Es ist Samstag, was ist denn hier so viel los, Leute? Alter Schwede, wo wollt ihr denn alle hin? Könnte das in der Woche, könnte ich das vielleicht verstehen, aber so? Meine Güte. Nun ja, dann ist dem halt so, ne? Ist natürlich wiederum gut für die Bahn. Nehmen sie ordentlich ein. So, Türen verriegeln. Lösen derweil die Bremse. Auf geht's. So, 45 dürfen wir nicht überschreiten. Weil wir immer noch unter 1000 Hertz Beeinflussung stehen. Dann lassen wir das auch erstmal so. Nächste Station übrigens Coswig auf Gleis 3. So, Befreiung möglich. Dann dürfen wir beschleunigen. 120 km/h, wobei, bis wir da sind, wir können auch eigentlich bei 100 dann stehen bleiben, weil 1,8 Kilometer dann sowieso auf 100 beschränkt wird. Macht jetzt, glaube ich, keinen großen Sinn, da jetzt noch bis 120 zu beschleunigen und dann wieder zu bremsen. Muss nicht sein. So. Also wie gesagt, Bahnfahren ist immer noch das umweltschonendste, was gibt zurzeit. Natürlich gibt es auch E-Autos und Hybrid und hat man nicht gesehen. Aber meine Meinung zu E-Autos ist die, lohnt sich das. Vor allem, wenn man weite Strecken fahren will, ja, ist dann immer so eine Sache mit der Reichweite, ne? Wenn ich dann nicht richtig aufpasse, dann stehe ich irgendwo, habe keinen Strom mehr und dann kann man nicht loslaufen und einen Kanister Strom holen, ist dann schon eher schlecht. Von daher, ja, weiß ich nicht. Und auch wenn die Dinger brennen, die brennen dann, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Es gibt da diverse Videos von brennenden E-Autos, die einfach nicht zu löschen sind. Das ist dann schon sehr aufwendig, die überhaupt gelöscht zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich da so ein Freund von werden kann, von E-Autos, dann eventuell doch lieber ein Hybrid. Es soll ja ab 2030 auch das Aus für die Verbrenner sein. Das heißt, keine Neuwagen mehr oder keine Neuwagen als Verbrenner mehr, sondern nur noch Alternativantriebe, das heißt Hybrid- und E-Autos. Weiß ich nicht, ob ich da irgendwie drauf klarkommen möchte. Ich glaube eher nicht. Naja.
Ich sitze aber auch nicht an der Quelle, wo es entschieden wird, sondern ich muss ja auch damit leben dann. So, dann nähern wir uns jetzt Coswig mit unserem frühmorgendlichen RE. Oh, seht mal, wie die Sonne hier auf den Gleisen glänzt. Wunderschön, oder? Das ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Traumhaft. So, da wären wir schon in Coswig, auch relativ pünktlich. Sehr, sehr schön. Da warten auch schon wieder so viele. Wahnsinn, was hier los ist an dem Tag. Weihnachtsshopping oder was habt ihr vor? So, auch das hätten wir geschafft. Jetzt. Naja. Na gut, wir haben im Moment 15 Grad. Vielleicht zu kalt ist es ja nun auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ja. So, das ist unser RE18. Dresden-Neustadt, Dresden-Mitte, Dresden irgendwas und Dresden Hauptbahnhof. Das sind unsere nächsten Stationen. Bremsen sind gelöst. So, jetzt haben wir über einen Ort fahren wir angezeigt. Da fährt er hin, unser RE. Wunderschön. So, da vorne ist schon unser. Wird ein bisschen langsamer werden hier. Nämlich gleich ein rotes Signal haben. Nicht, dass wir gleich wieder irgendwo ins 500 Hertz Magnet reinsausen und sind wir wieder zu schnell. Ich kenne das. Das wäre nicht das erste Mal. Da sollen wir auf jeden Fall erstmal drüber fahren. Dann mal schauen, was passiert. Ziel erfüllt. So. Was sein kannst, Taster? So, verlangsamen Sie auf 85. Was haben wir? Jetzt haben wir 11 Kilometer bis Dresden-Neustadt. So schon wieder auf 1000 Hertz Überwachung hier. Ein bisschen aufschalten können wir ja. 85 sind wir noch weit von entfernt. So, wir dürfen uns befreien. Das heißt, wir dürfen auch weiter aufschalten und beschleunigen. Und gleich 160, wunderschön. So, dann geht's jetzt auf Reisegeschwindigkeit. Wunderbar. Schnurstracks auf dem Weg nach Dresden. Und es wird langsam Tag.
In Sachsen. Wie auch sonst überall in Deutschland. Und in ganz Europa. Während es in den USA zur gleichen Zeit Nacht wird. So, da kommt uns der Gegenzug entgegen. 1, 2, 3, 4. So muss eigentlich ein REE aussehen, oder? Warum ich nur zwei Dastos habe? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist in diesem Fahrplanszenario so. Aber ich kann euch nicht sagen, wieso. Mein Gott, die Sifa hat aber auch ein schrilles Pfeifen drauf, oder? Meine Güte. Aber vielleicht auch ganz gut so, damit man es auch hört. Weil wer das nicht hört, das ist entweder klinisch tot oder hat sonst ein medizinisches Problem, weil ich glaube, das hört man sogar, wenn man schläft. So, bis Dresden Hauptbahnhof ist es dann natürlich nicht mehr weit, weil wenn wir die Vororte erstmal erreicht haben, dann ist das nur noch ein Katzensprung zwischen den einzelnen Stationen. Es steht jetzt übrigens auch fest, also es ist zu 90% sicher, wann die Spotter-Tour oder Spotting-Day-Tour nach Leipzig losgeht. Und zwar wird es sehr wahrscheinlich der 18.3. kommenden Jahres werden, wenn nichts dazwischen kommt. Wer sich daran beteiligen will, schreibt es gerne in die Kommentare, dann sprechen wir das dann privat ab. Wie gesagt, bei Minderjährigen ist ganz wichtig, ich brauche die Bestätigung mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten, dass derjenige da mitkommen darf, ist ganz wichtig. Leute bis 15 Jahren kann ich mit aufs Ticket nehmen. Alles darüber muss das Zugticket dann selber zahlen und alle Ausgaben dort sowieso. Also wer da noch Lust hat, mit einzusteigen, 18.03.2023. So, fängt es jetzt an zu regnen oder sehe ich das irgendwie falsch hier? Ich glaube. Jetzt ist es soweit. Scheiße! Ah! Genau. Alter Schwede, ey. Jetzt habe ich nach den Scheibenwischer geguckt, weil es anfing zu regnen und genau dann kam die PZB, ne? Ihr kennt das. Ach, Leute. Eine Zwangs am Tag ist fast keine Zwangs am Tag, oder? Wie ist das so? So, 45 sollen wir nicht überschreiten. Da gucke ich einmal nach den Scheibenwischern, da ist Befreiung möglich. Ich weiß, wir können wieder schneller werden. Gucke ich einmal nach den Scheibenwischern, schon erwischt es mich. Leute, 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 manchmal ist es echt unfair, oder? Weiß ich nicht, ey. Man kann sich doch nicht um alles kümmern. Naja. Egal. Es ist passiert. Pünktlich kommen wir wahrscheinlich trotzdem. Und hat mich halt. Jetzt fängt es auch noch an zu blitzen und gewittern. Ich habe es euch nicht am Anfang des Szenarios gesagt, ob das nicht auch anfängt zu regnen. Habe ich es nicht gesagt und jetzt sind wir soweit. Haben wir wieder alles dabei. Blitz, Donner, Regen. Wunderbar. Klasse. Ach, herrlich. Wieder ein Szenario mit allem, was es zu bieten hat. Inklusive Zwanse. Göttlich.
Genauso muss es sein, oder? Wenn dann richtig. Ach. So, habt ihr den Blitz gesehen? Unfassbar. Jetzt sind wir in Dresden-Neustadt. Da steht ein Güterzug bereit. So, wir sind pünktlich, trotz der Zwangse. Klasse. Oh, schön die Blitze, göttlich. So, da wären wir in Dresden Hauptbahnhof, Neustadt. So weit sind wir noch nicht, aber in Dresden zumindest. So, Folgezüge sind unter anderem ICE 1553 nach Dresden Hauptbahnhof. Aber hier ist unser Zug. Wir haben jetzt noch Dresden, Mitte Dresden Hauptbahnhof. Also zwei Stationen noch. Eine Station und dann kommt schon Dresden Hauptbahnhof. So. Geschäft zu Hause. Ja, das ist so. So. Türen verriegeln. Dann geht die Reise weiter. Wahnsinn. Schaut euch das einfach nur an. So, um 9 Uhr sollen wir dann in Dresden Mitte sein. Bleiben wir mal bei 65, weil wir gleich eh auf 60 beschränkt werden. Ja klar, ich könnte jetzt auch bis 80 hochbeschleunigen für 2 Kilometer, aber nee. Außerdem sitzt du noch 900 Meter. Ist jetzt eher Kabbes. Wunderschön die Kurve hier, wunderschön. Da hört ihr es. Der Donner. Sich hier lautstark bemerkbar macht. Boah, ein ordentliches Gewitter. Bin schon am Blitzen. So, dann wären wir schon in Dresden Mitte. Na, halt doch an. Mal hier unter Dach. Schneller was, einen Snack holen. Ah, und dann geht die Reise weiter. So, nächste Station, Dresden Hauptbahnhof. So, da dürfen wir dann wieder quittieren. Schneller als 60.
Und um 9.04 Uhr sollen wir dann endgültig in Dresden Hauptbahnhof ankommen. Da gibt es abermals was zu quittieren. Da auch. Wir haben uns befreit. Haben wir jetzt schon wieder? Ah, warum? War es die Sieferzwangse oder was hat mich da jetzt erwischt? Sieferzwangse, ne? Egal. Schaffen wir trotzdem pünktlich. Stellt euch mal vor, jetzt schlägt ihr so ein Blitz in die Oberleitung ein. Dann ist das Zugfahren vorbei. Würde ich mal ganz stark behaupten. So, dann schlängeln wir uns hier so in den Bahnhof rein. Den Dresdner Hauptbahnhof, wunderbar. Mann, ja, ist das am Schütten. Sieht schon geil aus, oder? Den Blitzen so hier an den Fenstern. So, Türen entriegeln. Türen verriegeln. Die Scheinwischer noch aus. Dann haben wir unser Ziel erfüllt. Kriegen wir den Gold? Errungenschaft freigeschaltet, TSW 3. Sieht her, meine Lackierung. Ja, Gold haben wir erhalten. Das ist doch sehr schön. Dann machen wir jetzt Folgendes. Steigen hier mal aus. So, habt ihr es gesehen? Der hat mittlerweile die Schlussleuchten geändert und wird sich wahrscheinlich jetzt auf den Weg machen. Oder? Ich kann ja mal gucken. Ja, hier steht nichts. Hier fährt gleich eine AE15. Bitte nicht einsteigen. Da sehen wir noch so ein Exemplar. Ziel erfüllt. Oh, wir haben noch eine. Au, 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 au. Wir haben noch. Ach du Scheiße. Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Aber wir waren noch fertig, oder wie sehe ich das? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr.
eigentlich möglich? Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Muss ich den jetzt da noch in den Ab in die meine Güte. In das Abstellgleis fahren? Wie sehe ich das jetzt hier? Scheint so, ne? Ich blicke jetzt gerade nicht durch, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir fahren. Wir fahren tatsächlich los. Wahnsinn. So, Befreiung erstmal nicht möglich. Ich fahre jetzt erstmal, gucken, was passiert. Eigentlich hatten wir das Szenario ja schon längst abgeschlossen, ne? Schauen wir mal. Also gucken, was passiert. Bin selber überrascht. So, anscheinend fahren wir jetzt wirklich ins Betriebswerk. So, bleiben Sie unter 60.
Meine Güte. Ich bin gerade ein bisschen ab hier. Leute. Gibt's doch gar nicht. Ich komme nicht mehr vorwärts. Das gibt's doch gar nicht. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich hab die Lok kaputt gemacht. Das gibt's doch gar nicht. RE18 Cottbus Dresden Hauptbahnhof. Es ist. Tja, es hat einfach keinen Sinn. Ich komme nicht mehr voran. Ist wieder mal soweit. Da machen wir Folgendes. Machen wir Schluss. Zu mir abrüsten und den Zug dann abschleppen lassen. Hat keinen Wert mehr. Rüsten wir hier soweit ab.
Dazu kommt hier kommt hier nicht mehr die Steigung hoch. Das ist dann halt leider so. Nein, aus, ja. So. Dann gehen wir hinter, müssen hier noch die Batterie ausschalten. Rüsten wir die Kiste halt ab. Geht ja nicht anders. Müssen wir abschleppen lassen. So. Das ist soweit aus. Hier können wir nichts mehr machen. Ne, dann sind wir eigentlich soweit fertig hier, haben die Kiste abgerüstet. Schließen die Tür. Und dann stellen wir uns mal an den Rand und unser Fahrdienstleiter haben wir bereits Bescheid gesagt, dass wir leider eine. Aber warum haben wir denn den Fahrmotorlüfter noch am Laufen? Das ist doch jetzt scheiße. Der muss doch eigentlich auch ausgehen, oder? Kompressor aus. Aus. So. Jetzt sind wir fertig mit Abrissen. So, wie gesagt, unserem Fahrdienstleiter haben wir bereits Bescheid gesagt, dass wir hier leider ein technisches Problem haben. Stellen uns hier an den Rand und warten auf den, der unseren Zug abschleppt. Weil, wie gesagt, wir kommen leider nicht mehr den Berg hoch. Ihr habt es gemerkt. Ich habe alles versucht, aber keine Chance. Ein etwas ungewöhnliches Ende, aber ist das halt. Mitten aus dem Leben. Stellen uns hier an den Rand, damit wir nicht überfahren werden. Und warten jetzt auf unseren Fahrdienstleiter bzw. auf den Abschlepper. Und dann werden wir zurück, dann werden wir per Abschleppung in das Betriebswerk gezogen. Um dort unsere Lok dann in Augenschein zu nehmen, was damit kaputt ist. Ich wünsche euch, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Und ja, was soll ich noch sagen? Da oben fährt noch ein Güterzug her. Ihr könnt jetzt hier noch ein bisschen durchs Betriebswerk laufen. Es hört auch mittlerweile auf zu regnen. Die Sonne ist da. Ja, da steht unser Zug. Einsam und verlassen. Abgerüstet. Jetzt hier über die Gleise zu laufen hat auch nicht viel Wert. Von daher sage ich einfach mal mit diesem Bild hier: Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Haut rein, macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Es war wieder mal ein Szenario, wie man es sich nicht hätte besser wünschen können. Ja. Macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. Ja, möchte ich sehr gerne aufgeben. Ach, jetzt fährt er selber weiter. Ja, stellt euch vor, dass der Zug jetzt in das Betriebswerk abgeschleppt wird. Und wir warten ja auf unser Taxi. Hätte ich schon fast gesagt. Ihr könnt jetzt hier gleich könnt jetzt hier so einen Transporter nehmen. Damit fahren wir jetzt zurück in den Bahnhof. Und ja. Wie gesagt, sage ich jetzt endgültig: Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.